Hallo Forza-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und ich wünsche euch einen besinnlichen ersten Weihnachtstag hier in Forza 5. Das letzte Mal haben wir hier mit der Supra alles probiert, den Grund und Boden zu fahren, haben wir leider nicht geschafft. Wir machen jetzt heute an dieser Stelle einfach mal ein bisschen weiter. Natürlich mit der Supra, mit welchem Auto sonst, wir haben noch 3 Rennen offen. Und danach geht es darum, dass wir im Multiplayer-Bereich ein bisschen den Leuten den Hintern versohlen. Wir wissen vom Montag noch, wo es hingeht. Es geht nämlich nach... Wir kehren zur Heimat des Bathurst 1000 zurück, dem Mount Panorama Circuit in Australien. Genau, zum Mount Panorama Ding Ding Dong. Da fahren wir jetzt hin und machen mit der Supra einfach alles nass. Warum? Mit Virtual Power sind wir schlauer und vor allem auch schneller. Ich habe mir jetzt in der kleinen Pause, die ich mir gegönnt habe, von sage und schreibe, ich glaube 3 Minuten, mal fix was zum Essen reingezogen. Jetzt sind die Nerven zu 100% wieder da. Und ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Weihnacht. Ich hoffe, euch haben die Geschenke, die ihr bekommen habt, bitte Spaß gemacht. Ihr habt Freude dran. Ich hoffe auch und ich begrüße nochmal oder beglückwünsche nochmal den Gewinnern meiner kleinen Weihnachtstombola und grüße auch alle Wichtel, die daran teilgenommen haben. Wir gucken auch hier nochmal in die Startaufstellung. Wie schaut's denn da aus? Der Killer Bravo ist dabei. Mensch, und in Bathurst dürfen wir natürlich auf der 8 starten. Ich vermisse nach wie vor den Lukas. Ich glaube, den sehen wir nicht mehr. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr gegen mich zu fahren. Du Lukas ist weg. An dieser Folge können wir ja auch auf Biegen und Brechen einfach Gummi geben und müssen nicht Angst haben, dass wir hier einem Kollegen in die Karre fahren. Auf geht's. Die Scheiben nach wie vor dunkel wie Atze. Aber wir brauchen keine Seitenscheiben, die heller sind, weil wir jetzt einfach auf Platz 1 fahren, damit ist Ruhe. Kannst du drücken, wie du willst, ich gebe hier nicht auf. Kannst du drücken, wie du willst, ich gebe hier nicht auf. Ich glaube, wir fahren hier gerade zu dritt nebeneinander. Ja. Der Noel ist noch mit dabei und der Audi. Ich hoffe, Mutter, kommst du jetzt nicht rüber, weil dann gibt's... Oh Gott, ich bin genau im Sandwich. Windschatten Centurio nennt man mich ab sofort. Wenigstens nicht Windschatten Zyklop. Das würde ein bisschen blöd aussehen. So, Gummi hier, komm. Den Noel, den kriegen wir schon. Wie viele Runden haben wir? Wir haben gerade mal 2 Runden. Wir sind immer noch im Sandwich. Ich weiß nicht, wohin mit der Supra. Der Sven wusste, wie es aussieht, auch nicht, wohin mit seinem Audi. Den zur Folge setzt und einfach mal das Ding in der Wand. Bathurst mag ich eigentlich. Aber Problem ist halt, wenn du einen vor dir hast, der langsamer ist, du kommst halt teilweise nicht vorbei. Wird sich der hinter mir jetzt auch gerade denken. Gut. Ne, Plan für heute ist, wie angekündigt am Montag schon... Plan für heute ist, wie am Montag schon angekündigt, wir fahren die letzten 3 Rennen mit der Supra jetzt fertig und danach widmen wir uns einmal mal den Online-Bereich und gucken da, was da so abgeht. Ich habe das jetzt nicht großartig angekündigt, ich werde auch keine Lobby aufmachen, wir joinen einfach irgendwo rein und dann gucken wir mal, was da so vonstatten geht. Meine Erfahrungen sind eigentlich allesamt negativ, weil du entweder in Lobbys geworfen wirst, wo die Rennen utopisch lang dauern und du darfst dann zuschauen die ganze Zeit. Oder die labern die ganze Zeit und du kannst die Typen nicht muten. Das ist auch so ein Ding. Schauen wir mal. Platz 7 sieht bisher gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe geguckt, Leute. Platz 8 sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber dass die Supra so langsam sein soll, kann ich fast nicht glauben hier. Weil wir werden ja von allem verschlungen auf der Geraden hier. Von auch so schweren Buden. Ich meine, so ein Audi RS7, der liegt ja auch nicht gerade wenig. Und hier muss halt echt Eier in den Hosen haben, weil, ja, wenn hier einer mitten in der Kurve steht, das siehst du nicht. Das siehst du erst, wenn du genau in seiner Beifahrertür schon drin hängst oder Fahrertür. Das geht voll. Schöner Klang von dem Beamer gerade. Wird eng. Die hast halt auch keinen Platz. Du kannst dich einfach nicht in Luft auflösen. Das geht nicht. Gut. Platz 5 ist schon mal rein. Der Außenspiegel ist dafür ab. Aber einem Windschatten Centurio interessiert das nicht. Die Bohne. Ah, jetzt keinen Mist machen. Wenn du dich hier drehst, verlierst du richtig Zeit. Ja, ja.
Ja, das hilft mir jetzt unheimlich. Ich sehe nichts. Müssen wir jetzt so weiterfahren. Ja, so sind wir mit der Haupen, die Haupenkamera. Ganz von außen kann ich nicht, weil da fehlt mir der Popometer. So habe ich wenigstens noch ein bisschen Popometer. Ja, jetzt geht's wieder los. Weißt du was, du kannst mich machen. Und sobald ein bisschen anstachelst, ist er oben sich noch schneller, habe ich das Gefühl. Noel kommt auch noch von hinten angeflogen. Die nächste Kurve ist nach rechts. Schon wieder wie ein Schatten-Centurio. Wie oft kriege ich den Titel zum Geier nochmal? Ah ne, wir haben neu gestartet. Habt ihr einfach immer. Mir fehlt's Cockpit. Mir fehlt's Cockpit extrem. Ganz ruhig. Fröhliche Weihnacht überall. Fahren wir in die Karre, hoher Schall. Ich bin der Grinch. Ich nehme euch die Nerven weg. Nehme ich nicht jetzt hier, komm. Wieder abgewürgt. Zu viele vom Gas gegangen. Zu spät. Okay. Ging gerade noch so gut. Platz 6. So, wir sind ja von der 8 gestartet, stimmt ja. Ich blocke jetzt alles hier. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wir in diesem Rennen Windschatten-Centurio werden. Hab ich irgendwie im Gefühl. Okay, der hat Allrad, da kann jede Kurve voll raus beschleunigen. Nein! Was ist denn? War da einer in? Da ist doch keiner. Da ist auch keiner. Man bremst doch nicht. Neu starten. Nee, ich will kein Foto von meiner kaputten Karre machen, ich will neu starten. Also von Besinnlichkeit sind wir aktuell sehr weit von weg. Letzter Versuch, Leute, wenn das nix wird, gehen wir sofort in den Multiplayer. Wisst ihr was, da regen wir uns gar nicht auf. Da gehen wir sofort in den Multiplayer-Bereich und machen dann halt die Rennen dann später weiter am Samstag. Rennt ja auch nicht weg. Nee, am Donnerstag, Entschuldigung. Am Samstag, doch schon richtig. Jetzt aber, komm, tief durchatmen. Würstelpower, komm, Würstelpower. Geil, oder? Du bist ja nicht mal vom Start weg, du fährst ja nicht mal gerade 100 und schon hast du schon hier so einen Driver da an der Tür hängen. Schön den Windschatten rein. Hey, ich wollte ja Windschatten-Centurio werden in diesem Rennen. Hat nicht gereicht. Doch, da ist er wieder. Ist auch ganz interessant, dass so Rennbelohnungen, wenn du neu startest, nicht gut geschrieben werden. Also nicht gemerkt werden. Die musst ja alle neu zusammenfahren. Ja, der Audi hat natürlich wieder einen ordentlichen Antritt. Also die haben für meinen Geschmack, weil so langsam ist die Supra nicht. Oh oh. Wir nutzen die Leitplanke mal dafür, wofür es wirklich gedacht ist. Nämlich zum Leiten. Oh, kommt doch mal von der Wand weg. Leute, das wird nix. Wisst ihr was, wir gehen sofort in den Multiplayer-Bereich. Das tue ich mir jetzt auch einfach nicht an. Weil das bringt nichts, weil ich will ja hier besinnliche Weihnachtsfolge machen und nicht hier, ich reg mich über die Supra auf, nur weil wir bei Bathurst komplett auf die Nuss bekommen. Ja, und so haben wir jetzt auch bis 10 Minuten verschwendet, weil ich probiere es danach nochmal. Wir schauen aber jetzt erstmal in die ganzen, es gibt ja so Monatsrivalen, da können wir mal reinschauen, mal gucken, wo wir uns da überall reinschmeißen. So, wir brechen das Ganze hier mal ab, wir gehen mal raus und gehen mal in den Mehrspielerbereich. Wenn du übrigens Mehrspielerrennen aufmachen möchtest, vorher immer eine Party aufmachen. Die Party, da hat der Victor ein ganz schönes Wort dafür gefunden, ist nämlich so eine Art Spielgemeinschaft. Monatlich. Komm. Beginning Races C-Klasse. Schauen wir da hier mal rein.
schauen wir hier mal rein. Für die C-Klasse hätten wir nicht solche den Honda, den wir nehmen könnten. Der ist auf jeden Fall ganz gut. Spieleranfrage wird gesendet, Spielersuchanfrage wird erstellt, meine ich. Unsere Spielergemeinschaft ist eigentlich ein ganz gutes Wort dafür. Das ist nicht so, wie es früher auf der 360 war. Ich mache eine Party auf, um mit den Leuten reden zu können. Ja, ich möchte beitreten. Verbinde mit Spielserver. Das würde mich echt mal interessieren, ob ihr wirklich im Hintergrund jetzt... Ihr hört's schon. So, und pass mal auf, du kannst diese Typen... Gehen wir mal drauf, hier. Ah, Stummschaltung. So, wo ist ja noch einer, der die ganze Zeit plaudert hier? Aus. Ich hab's auch gar nicht bereit gemacht, aber fahren wir einfach mal los. So, schauen wir mal. Welches Auto haben wir? Integra? Schon auf volle Leistung, oder? Ja. Der Countdown ist auch sowas von affig. Der ist sowas 15 Sekunden. Wer denkt sich in sowas aus? Früher waren es 5. Okay, vielleicht, wenn der Lobbyinhaber checkt, ich habe irgendwas falsch eingestellt. Ich hoffe mal jetzt, dass im Rennen jetzt nicht die anderen alle ihre Kinect anschalten und das Labern anfangen. Weil dann wird es nämlich lustig, weil ich glaube, du kannst im Rennen, ich weiß, ob man da muten kann, also Mute All Button oder sowas gibt's da nicht. Schauen wir mal, auf Indianapolis waren wir ja am Montag erst. Wissen wir noch, wie die Strecke geht? Ist es der Grand Prix-Kurs? Werden wir gleich sehen. Schauen wir mal, wie wir uns online-mäßig schlagen. Ja, ist der Grand Prix-Kurs. Und ich bin immer gespannt, wie die Leutchen so fahren. Ob die Leute fair fahren? Oder ob sie uns einfach gnadenlos immer und immer wieder in die Karre fahren. Wenn dem so sein sollte, liebe Leutchen, fahren wir schneller die Karriere weiter, als wie ihr Tom Thompson Forza Let's Play aussprechen könnt. Weil auf sowas habe ich keinen Bock. Schauen wir mal. Okay, alter Beamer, M5. Der alte, kleiner Mini. Haben wir dafür. Das fängt ja schon super an hier. Gut, Schaden scheint aus zu sein. Dann schauen wir mal, ob wir... Halt, hätte ich beinahe was gesagt. Schau mal, was hier möglich ist. Das sind keine Driver-Tare, das sind alles Menschen. Demzufolge, die machen auch alle mal Fehler. Findest du lustig, ne? Ich finde es auch tierisch lustig. Credo, gente. Mulher tem que ser café com leite. Ja, ja, fang mal. Aber die Sprachqualität finde ich ganz okay. Olha, de novo me deixaram por último, não acredito. Was ist das für eine Sprache, Leute? Eu era tão bom em Top Gear, não sei o que aconteceu. Das ist eine Mischung aus Englisch und irgendwas Klingonischen, kann das sein? Ich weiß es nicht. Aber wenn das Ingame-Chat ist, dann Hütchen Maringá, ab. Paraná. Kannst du nicht einfach mal still sein? Wäre das möglich? Tem um alemão aí, gente, que não para de falar. Weil wenn ihr alle gemütet haben, du musst dir mal vorstellen... Jetzt sei da mal... Alle haben ihn gemütet, das heißt... Vielleicht gente, ist das Online-Player. Gente, é alemão. Não, gente, é alemão. Ich hab so einen Spaß. Klappe. Mann. Geht mir aber primär auf den Sack, dass ich ihn einfach nicht verstehe. Gente, mehr Top Gear zu Nintendo era muito mais fácil. Eu achei que eu sabia jogar. Hier ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen. Meu irmão comprou esse jogo só por causa de mim. Achei que eu ia bombar. Das meinte ich, Leute. Ne? Wenn die in der Lobby kein Wort sagen... Vocês acompanham a setinha? Wenn ich ihn sehe, drehe ich ihn rum, okay? Mas vale a pena? Sim, que tem hora que parece que vale, tem halt hora que doch parece. Einfach... Nee, ich reg mich nicht auf. Sowas geht mir auf den Sack, Leute. Sowas geht mir echt tierisch auf den Nuss. Ich wünsche dir auch ein schönes Weihnachtsfest. Sing halt ein Weihnachtslied oder sowas. Problem am Fronttriebler. Ist ja nichts passiert.
Entschuldigung. Nossa, mas eu até que tava indo bem na pista lá dos Alpes lá. Agora essa eu me ferrei bonito. Neben mir ist einer. Der hält mich jetzt aktuell ein bisschen auf, hier der Kollege. Ah, Mist. Da haben sie das Zaubergras an die richtige Stelle hingepackt. Toyota MR2. Auch ein schönes Auto. Was ist mit dem jetzt hier vorne? Deswegen haben sie einen Schaden ausgemacht. Hallo, Außenspiegel. Aber dafür, dass wir uns am Anfang gedreht haben, sind wir gar nicht mehr, oder gedreht wurden, oder uns in die Karre gefahren wurde, sind wir gar nicht mehr so schlecht dabei, würde ich mal sagen. Ich glaube, wir bleiben mal in der Lobby. Diesen, genau, dem Buffon hier, den muss ich dann gleich mal muten. Dann haben wir nämlich auch unsere Ruhe im Rennen. Komm, Dieter, komm. Geschwindigkeit ist nicht alles. Wir kommen ran, Leute. Das wundert mich echt. Die Lobby ist gut. Die Lobby ist gut. Okay, wir fahren ja auch nicht allzu schlecht. Da wollte er mich vielleicht ein bisschen ärgern oder so. Naja. Und du bist es, gegen wen du... Du blödes Rind! Du blödes Rind! Wahnsinn! Als sowas geht mir auf den Sack. Boah, ich bin da aus Versehen reingerutscht, indem ich dir genau auf der Hinterachse fahre. Das ist doch... Sowas finde ich so affig. Warum können die Leute nicht einfach sagen, ja, ich bin langsamer. Ich lasse ihn vorbei. Man sieht sich immer zweimal auf der Rennstrecke, mein Freund. Der Honda hat auf jeden Fall Potenzial. Also wenn die Klasse beibehalten... Der Grüne hat ihn jetzt rumgedreht. Das finde ich gut. Hast du gut gemacht. Kriegst dafür eine Platzierung weiter hinten. Den sollten wir jetzt vielleicht... Mal gucken, wie er die Kurve kriegt hier vorne. Bei uns kommt die ganze Leistung oben rum. Der MR2 ist ja ein Turbo. Schöner Zieleinlauf. Gefällt mir. Gut gefahren. Gut gefahren. Diesen Beaufort, den muten wir jetzt und den anderen den drehen wir dann. Und dann würde ich mal sagen, haben wir eine ganz gute Lobby gefunden. Machen wir heute mal online ein bisschen was, Leute, oder? Aber trotzdem, es ist ein ganz anderes Gefahre. 17.27 Uhr, die Uhrzeit stimmt übrigens. Bei mir ist heute immer noch Sonntag, der 22. Ja, bei mir ist noch vor Weihnachten. Bei euch aber danach. Oh, da hat er ganz schön eins auf den Nuss bekommen. Total verformte Plastik. Das Abblendlicht ist kaputt. Ist Aufblendlicht nicht. Gut, hier wäre mehr gegangen. Logisch, hier wäre deutlich mehr gegangen. Wenigstens haben wir nicht zurückgespult. Ich würde so brüllen, die machen mal A-Klasse. Na, schau mal, was der Lobbyinhaber hier Schönes auf die Beine stellt. Boah, lass mir hier die Hände ein bisschen trocknen hier. Ist nämlich gar nicht mehr so einfach. So, Freund der Sonne. Wo ist denn der Herr Buffon? Franzose, Pole, ich weiß nicht, was du bist. Ich habe ja nichts gegen die Leute. Wegen mir können die ja labern, wie sie lustig sind. Aber bitte nicht in der Lobby, wo sowieso kein Mensch was versteht. Wo bist du denn? Da ist er. Super. Kann ich noch nicht muten, weil der noch nicht, der ist noch in der Dings drin hier. Jetzt ist er da. Abstimmen. Spar. Zufällig. Modern Circuit. Machen wir das. Und dich muten wir jetzt erstmal. Da ist nämlich Ruhe. Die bleiben bei dem Autos, oder wie? Oder änderst du an der Klasse was? Weil dann haben wir richtig gute Karten. Road Atlanta finde ich auch okay. Circuit de Spa. Ah, guck mal, meine Kinect ist auch an. Grüßt euch, liebe Leutchen. Ihr seid übrigens jetzt live auf YouTube. Das wird jetzt alles über die Kinect aufgenommen. Ich kann mich ja selber leider nicht muten. Gesundheit!
So, ich glaube, ich habe es alle gemutet. Wenn nicht, die sollen mich einfach alle muten. Also wer mich muten will hier, macht ruhig, ne? Ist gar kein Problem. Habe ich kein Problem damit. 15 Sekunden, okay. Da könnt ihr euch dann alle auf YouTube angucken hier. Auch der eine Profi, der mich vorhin rumgedreht hat. Schau mal, die Autos sind gleich geblieben. C500 ist eigentlich eine ganz gute Klasse. Ist ausgeglichen. Wer sich jetzt wundert, warum ich die ganze Zeit labere hier. Ich bin Let's Player übrigens so ein bisschen, ne? Für die Leute, die vielleicht den ein oder anderen Brocken hier Englisch mitbekommen. Wir fahren jetzt auf der Road Atlanta in den USA. Das muss denen doch tierisch auf den Nuss gehen, wenn ich jetzt die ganze Zeit labere, oder? Okay, dafür hatten sie jetzt die Chance, mich zu muten. Schauen wir einfach mal. Vielleicht kommt dann so German Angry Kid oder so, weißt? Wo ich den einen da ein bisschen betitelt habe und so. Gut, die Strecke liegt uns auf jeden Fall, die liegt auf unserem Honda. Wir haben gute Kurvenlage, guten Topspeed. Schauen wir. Wenn sie uns nicht wieder in die Karre fahren, sollte das ja ganz gut gehen. Gut, wir starten wie immer von hinten. Schaut euch an, die Beamer sind schön, dass wir den Tag verlichtern. Pedro, left side. Thank you. Habt ihr es gesehen? Ich sag nichts. Ich denke mal, hier werden sich relativ viele rauskegeln. Weil das ist ein Kurs, hier brauchst du wirklich einen guten Rundumblick. Danke! Super gemacht! Schön! Wunderbar kannst du Rennen fahren, echt! Verbieten sollte man solche Kunden hier. Okay, der konnte vielleicht nichts dafür. Oh, mal wieder ein Rennen von hinten. Wir waren auch schon auf der 2. Ich glaube, das würden wir sogar gewinnen, so ein Ding hier. Aber wir haben ja noch eine Stunde Zeit, liebe Leutchen. Da biegt der nächste ab. Ich glaube, der Honda-Fahrer hier, der Civic-Fahrer, der will gar nicht ernsthaft fahren. Der will bloß bitte Stress machen. Gut, geht nochmal zu Honda. Wie viele Runden? 2 ist jetzt nicht allzu viel. Ist okay. Das ist jetzt diese monatlichen Rivalenrennen. Kannst du reinfahren? Ich glaube, wenn du hier mitfährst, erhöhst du auch deine Chance, von Turn 10 ein Auto geschenkt zu bekommen. Aber keine Sorge, das ist kein komplett neues Auto. Das ist einfach nur ein anderes Design. Schöne Lackierung von dem BMW. Ich lobe dich und du schießt mich ab dafür, oder wie? Mutkurve. Außenspiegel brauchen nicht, bleib ja in. Hör auf mich rauszudrängen. Du bist doch ein Mongo vorm Herrn, echt. Wahnsinn. Da ist der Honda-Fahrer wieder. Mal gucken, ob der jetzt auch noch in die Karre fährt. Also wie gesagt, ich fahre online lieber gegen Leute, die ich kenne, als gegen irgendwelche Leute, die ich überhaupt nicht kenne. Weil ihr seht ja selber, was dabei rauskommt. Und was der jetzt macht. So, Knarkill. Right side. Danke, du bist ein Affe, echt. Du bist so ein Mongo, bist du. Was hast denn du davon, hä? Kommst du jetzt cool vor, oder was? Wahnsinn. Und so sollst du online Rennen fahren. Der hat sogar einen Rechtslenker, ne? Er hätte uns auf jeden Fall gesehen. Aber das habe ich ja vorhin schon gesehen, dass der Typ auf jeden Fall nur hier ist, um Stress zu machen.
Hier, und wie gut du fährst. Deswegen bin ich auch in zwei Kurven schon wieder dran. Ja, super fährst du. Super fährst du. Type, ey. Nicht aufregen. Fröhliche Weihnacht wünsche ich euch. Gut, ich bleib trotzdem mal in der Lobby drin, weil man die Leute ja langsam einschätzen kann. Das heißt, von dem Honda hier halten wir uns ein bisschen fern. Dann der andere, was war denn das? Er fuhr, glaube ich, einen... Was war denn das für eine Bude, der mich vorhin abgeschossen hatte? Könnte ein Hyundai Coupé gewesen sein? Irgendwas in der Richtung. Schau mal einfach mal. Hinten, die sind schon alle gegangen. Die haben die Schnauze voll. Klar, wenn du nur abgeschossen wirst, macht das Ganze auch keinen Spaß. Außenspiegel weg. Gut, ein Rennen fahre ich noch. Dann können wir ja aus der Lobby mal rausgehen und unsere neue Lobby mal suchen. Aber wir hätten auf jeden Fall in der Lobby Potenzial zu siegen, wenn sie uns nicht die ganze Zeit in die Karre fahren. Ne? Neue Stufe erreicht. Gut. Weiter geht's. Schau mal einfach mal. Gut, ich müsste halt jetzt hier die Kinect direkt im Menü abschalten. Ich denke mal, dann wäre es im Spiel auch aus. Hier. Abstimmung. Ich gehe mal Richtung Spa. Dich mute ich mal, weil da habe ich gesehen, dass du die ganze Zeit redest. Und wo ist der andere Typ? Okay, das sieht ganz gut aus. 6 Stimmen für Laguna Raceway. Ist okay. Finde ich okay, die Strecke. Ich behalte unser Auto mal bei, weil das ist eigentlich ganz gut für die Strecke geeignet, weil er halt sehr, sehr leicht ist. Ich meine, das Ding wiegt halt nur eine Tonne. Das Fahrerfeld ist diesmal nicht ganz voll. Petro kann man mich auch mal muten hier. Selber kann ich mich... Das wäre schön, wenn ich mich selber ja einfach Mikro ausstellen könnte. Der Mike Ramos und der Gucci, die fahren da immer ganz vorn mit. Finde ich okay. Aber der andere, der mit dem Civic ist raus. Gott sei Dank. Das war ja unfahrbar, der Typ. Vielleicht sehe ich auch hier nicht muten oder sowas. Lobbyinfo, Klasse C, Schadenkosmetisch. Ist okay. Wie gesagt, letztes Rennen, danach gehen wir mal eine Klasse höher. Predatory. Raus. Und es geht los. Das ist ganz gut, man hat zwischen diesen Rennen hast du immer 40 Sekunden Zeit und eine Minute Zeit, um dein Auto zu wählen. Und kann ich jetzt... Ich kann hier nichts mehr machen, das ist auch cool. Da hast du 15 Sekunden Zeit, um die Leute vielleicht zu muten und du kannst es nicht machen. Na, egal. Plang, plang, ab geht die Post. Mal gucken. Aber da fühlen sich, wie es aussieht, viele im Ego verletzt, wenn man sich neben die setzt, weil man vielleicht ein bisschen später auf der Bremse war und sie ausbremsen will. Nö, nö. Da schießen sie einen lieber ab, anstatt vielleicht sich dahinter zu setzen und in der nächsten Kurve wiederum ein Manöver zu starten. Das wäre doch fair, das wäre doch okay. Das war schon immer so. Ich glaube, seit es Rennspiele gibt oder seit es Multiplayer-Rennspiele gibt, gibt es immer irgendwelche Idioten, die den Sinn eines Rennspiels nicht verstehen. Die den Sinn darin sehen, wenigstens lenken hier die Ersten nicht gleich am Start um und kommen dann entgegengesetzt entgegen. Solche Profis gibt es ja auch. So, wir starten wie immer ganz weit hinten. Ah, der Gucci steht hinter uns. Das ist, glaube ich, der eine Mini. Total abgewürgt. Haben wir gleich ein bisschen Platz. Der hat auch einen Start verpennt. Wie viele Runden haben wir? Wir haben 3 Runden, das ist okay. Ja, der Mini wurde schon gedreht. Der erste fährt mir auch schon wieder in die Karre. Jetzt geht er. Ich weiß, er ist neben mir. Ich lasse einen Platz zum Leben. Trotzdem fahren sie mir in den Karre. Mann, das muss doch nicht sein, Ripper, echt. Wenn du nicht Auto fahren kannst, dann lass es einfach bleiben. Lass es einfach sein hier. Hier, ich kann auch sowas machen. Und was habe ich jetzt davon? Nix.
macht doch keinen Spaß so. Wenn ich jetzt jeden so umdrehen würde, das würde da keinen Spaß machen. Das rechne ich mir. Schauen wir mal. Wir haben 3 Runden Zeit. Könnte schon was gehen. Entschuldigung. Mein Fehler. Ich fahre schön weit nach links, damit sie auf jeden Fall vorbeifahren können, die schneller sind. Genau, hier der Gucci. Ich denke mal, das ist einer, der würde das... Der erste ist schon rausgegangen. Der würde das sogar noch... Der versteht das halt. Ja, so stelle ich mir Rennen vor. Jetzt ist er wieder innen von mir. Gut, mit so einem kleinen Cooper hast du halt nicht so viel Hubraum. Links hat er auch nicht allzu viel Masse, der wiegt ja bloß eine halbe Tonne, das Ding. Gut, die erste Führungstruppe setzt sich schon ein bisschen ab. Gucci ist in, den lasse ich natürlich Platz zum Leben, logisch. Hier, die Kollegen scheinen oben nicht zu fahren. Schauen wir. Geht doch! Good Racing Boys! Das ist halt der Vorteil, wir können ja schön über alle 4 Räder ein bisschen rutschen. So, komm, Podium ist drin. Bitte zu früh gebremst. Und ein bisschen zu viel. Sorry. Okay, 3rd place. Letzte Runde. Ich denke mal, so macht das wesentlich mehr Spaß. Ist ja besser, ihr merkt es ja selber hier. Kommst du ein bisschen runter. Du blöder Affe. Echt. Insanity. You're live on YouTube. Thanks for this bullshit. Das muss doch nicht sein, oder? Ich verstehe es nicht. Was hat er denn jetzt davon? Gar nichts. Überhaupt nichts. Er hat sogar noch mehr Plätze verloren. So hätte er nur einen verloren. Ich glaube mal fast, je höher wir in der Klasse gehen, umso mehr Idioten werden wir finden. Wenn sie schon mit 10 nicht zurechtkommen, dann werden sie mit den anderen Klassen erst recht nicht zurechtkommen. Gut, erster waren wir nicht mehr, aber zweiter auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen, wohl verdient. Und wir beschatten uns hier. Wie gesagt, wir gehen jetzt mal eine Klasse höher. Ich muss mal gucken, ich werde meine Kinect jetzt vielleicht mal abschalten, dass ich vielleicht die Typen auch nicht nerve, wenn ich die ganze Zeit labere. Aber wo
warum auch nicht. Können ruhig mitbekommen, dass sie hier live on YouTube sind. Nach wie vor schöner Klang. VTEC Power. Ihr habt euch ja mal so eine Ausgabe gewünscht, wo ich halt nur online fahre. Das können wir jetzt eigentlich. In dieser Folge ist ja Weihnachten, ne? Und dann können wir das Ganze mal zusammen machen. Gold, sehr gut. 7000 Credits reingefahren. Integra fast kaputt gefahren. Aber der Honda, der geht schon echt wie die Pest. Also, wer online ein Auto für C braucht, ja, nimm den Integra. Es gibt fast nichts Besseres. So, fortsetzen. Wir gehen jetzt hier mal raus. Ich schalte meine Kinect mal ab. Und dann widmen wir uns einfach der nächsten Rennklasse. Vielleicht höre ich dann auch die Spinner nicht, wenn die ganze Zeit hier, wenn ich meine Kinect abschalte. Schauen wir mal. Wir gehen jetzt hier mal raus. So. Einstellungen, Kinect machen wir mal aus. Upsi. Da habt ihr ganz kurz den Tom gesehen. Nee, habt ihr nicht, weil ich da immer einen schwarzen Balken rüberlege. So, wir gehen mal hier in die A-Klasse rein. Oder hier RS3 vs. 1er BMW, LaFerrari vs. P1, ja genau. Beginning Races. Fahren wir mal hier mit. Gucken wir da mal rein. Ich blende einfach die Szene aus, wo ich die Kinect abgeschalten habe. Ich denke, das ist das Beste. Ja, lege ich einfach mal ein schwarzes Bild drüber und fertig. Monatlich. Mehr Spieler werden gesucht. Wir brauchen nicht nur einen, sondern zwei, sondern wir wollen mehr Spieler. Es lief aber sonst ganz leckfrei, muss ich sagen. War okay. Welches Auto nehmen wir denn? Ist halt die Frage, mit welcher Klasse. Wir können die ja sowieso dann später nochmal modifizieren, wenn ihr mal den hier spaßeshalber. Ja, da haben wir eine ganz gute Wahl getroffen. So, möget ihr reden, damit ich euch alle muten kann. Ah, die fahren noch. Und das meine ich halt, ne? Gehen wir wieder raus. Gehen wir nochmal rein, suchen uns mal einen neuen Server, ne, in Anführungszeichen. Ich weiß auch nicht, ob es da so ein Matchmaking gibt, so nach dem Motto Skill oder so. Wenn dem so sein sollte, dann hat das beim ersten Rennen nicht funktioniert. Meine zugelassenen Autos, 16 Stück, könnten wir fahren. Also wieder rein. So, schauen wir mal. Hier oh, das hört sich doch schon mal nach einer wunderschönen Lobby an hier. Ein von zwei Runden abgeschlossen. Nee, das tue ich mir jetzt nicht die ganze Zeit an. Nochmal raus. Da lieber hier zwei von zwei Runden. Das ist halt auch blöd. Was hier fehlt, ist definitiv so eine Art Browser, dass ich halt gucken kann. Die und die Lobbys sind offen. Wenn es Server sind, könnte man auch einen Browser einbauen, dass ich schauen kann, die und die Rennen sind offen mit so und so vielen Spielern. Die sind gerade in der und der Runde. Das wäre doch super. Da kann ich mir jetzt direkt, könnte ich mir jetzt einen raussuchen, wo ich sofort fahren könnte. Und müsste nicht hier irgendwie wie die Lottofee vorm Herrn mich jetzt hier jetzt. Shut the fuck up. Little ass kid. Genau, danke. Endlich mal einer, der ein bisschen. Front door and take your Xbox. Silencio. Okay, ich muss mich beeilen, dass ich jetzt so viele wie möglich noch mute. Weil das Rennen geht nämlich gleich los. Wo ist er? Jetzt kann ich nichts mehr machen. Gut, ich hoffe mal, die anderen halten jetzt einmal die Klappe. Gegen was fahren wir denn hier so? Gegen eine Viper, okay. Immer fahrt eure Hecktriebler, ist alles kein Problem. Ferrari 458, da sind wir mit unserem Motor und mit unserer Sache gar nicht mal so schlecht dran. Okay, kicken wir mal. Gut. Wir hören schon, einen haben wir vergessen zu muten. Ne, genau, wir werden hier unsere. Warum trifft's immer mich? So, mal schauen, wie sie jetzt hier fahren. Also zumindest einer, der war von der Stimme her schon mal ein bisschen älter. Nichts gegen Junge. Aber die, meistens ist es so, dass die Älteren dann auch ein bisschen anders ticken. Also die lassen sich auch mal zurückfallen halt einen Platz und fahren dann nicht mit Absicht in die Karre. Weil das sind nämlich die, die ganz schön dann an die Decke gehen. Gut, 40 Minuten haben wir rum. Ja, Howie, genau.
Secret, also die Plaudertasche, werden wir wohl jetzt das Rennen über behalten dürfen. Auch finde ich es ganz genial, wenn die ihre Kinect, was ich auf den Kühlschrank oder so stellen und du hörst die ganze Zeit irgendwelches Gebrumme oder irgendwelche Leute. Die staubsaugen nebenbei oder so. Gut, hier vorne sehen wir schon, da leckt einer ganz schön rum. Entschuldigung. Gut, dann merken wir uns mal die Namen. Ich habe gewartet, bis er wieder vor mir war. GDCC-like halt, ne? Wow, 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 wow. Super toll. Super toll. Wir fahren mal so weiter. Scheibe ist ja kaputt, diese Folge fahren wir halt mal so. Das verstehe ich halt nicht, weißt du? Da können sie schon mit C-Autos nicht fahren, zumindest relativ viele. Und dann, ich brauche A, ich will S fahren. Weißt du, kann man selbst mit diesen kleinen Booten nicht mal klar. Okay, konzentrieren, das italienische Zeichen hängt ein bisschen schief. Der erste ist schon raus. Wenigstens können die unter sich hören. Das ist auch so eine Mutkurve. Lenki müssen wir dann noch muten. Ja, auf jeden Fall eine Top 5 sollten wir eigentlich reinkommen. Die lenken dann auch sofort wieder auf die Ideallinie rüber, damit sie ja keinen Meter verlieren. Ja, wenn ich McLaren P. Ja, naja, ich sag nichts dazu. Da sind wir schon mal auf der 6. Weiter zu runtergeben. Ah, Bernice Alps ist beim besten Willen nicht einfach zu fahren. Hat uns auch ein bisschen erwischt. Die Hinterreifen sind warm und wenn die warm werden, ist es immer ganz schlecht. Aber ich habe wenigstens keinen abgeschossen. Das ist okay. Das gefällt mir. Den kriegen wir ja auch noch. Wir wissen ja, der ist nicht ganz so schnell. Oh, Gott sei Dank, Ghost Mode. Wir holen alle unseren Grip mechanisch raus, das heißt mit Reifen und fertig. Ich glaube, wenn wir den mal ordentlich einstellen würden hier, da wird man ganz schön schnell unterwegs sein. Jetzt haben wir ein bisschen freie Bahn. Die Curbs sind nicht unser bester Freund, das wissen wir. Wir setzen uns ein bisschen ab, das gefällt mir. Ganz vorn fährt einer schon allein. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn wir Glück haben, streiten sich die anderen zwei um die Position. Gucken, was er macht. Ich lasse mal genug Platz. Okay. Thank you. Okay. Läuft gut, Leute. Wenn wir das jetzt hier ordentlich noch runterbringen. Sollte eigentlich was werden. Ist halt auch blöd, weil manche Sachen, Diablo müssen wir auch noch muten, der atmet mir ein bisschen zu schwer. Vielleicht ist halt Diablo Darth Vader und der Lucky. Wobei die zwei eigentlich relativ ruhig sind, die schreien nicht rum. Lenki, nicht Lucky, was sage ich denn? So, wir können das bitte absetzen. Den ersten wird man vielleicht auch noch kriegen, aber da brauchen wir mehr Runden. Aber wir machen uns doch ganz gut, Leutchen, oder? Der Tom, der ist nicht so langsam, wie man denkt. Ich bin nicht so schnell wie Tomstick. Aber so schnell
ist man ja eigentlich im Normalfall auch nicht. Ne, wir fahren gut, Leute, wir fahren gut. Mensch, Diablo. Der hat sich bestimmt die Kinect auf den Riechkolben gesetzt. Genau. Halt, manche Layouts, die sind wir halt auch noch nicht gefahren. Deswegen ist es für uns halt dann auch ein bisschen neu. Ja, gut gefahren. Der Reaper muss auch weg, Diablo muss weg, da fängt jetzt das Pfeifen an, die Pfeife. Und ich verstehe es halt nicht, was die Leute davon haben, einen da so auf den Piss zu gehen. Du hast eine lustige Lache. Da macht sich bestimmt ein Späßel da hinten mit irgendeinem. Kann mein Driver da halt schneller sein als wie ich? Okay, ab ins Cockpit, damit wir beim nächsten Rennen schon in der richtigen Position sitzen. Der erste ist schon raus. Wir bleiben mal hier noch ein bisschen drin, damit wir auch in der A-Klasse noch ein paar Rennen fahren. Ich will mal einen Sieg reinfahren, liebe Leutchen. Das will ich schon, das will ich schon. Aber auch wie in der Karriere ist es ja auch so, würden wir mal vorn starten dürfen, das wäre richtig edel. Ruhig mal von der 1 weg, pam, da hätten wir Ruhe, da würden wir uns vielleicht mit ein, zwei Leutchen rumprügeln und mehr nicht. Ja, mehr nicht, ne? So, Affinitätsstufe 6 für Ferrari. Wenn es so weitergeht, ist Ferrari auch die erste Firma, die ich dann wieder auf 25 kriege, also auf voller Affinitätsstufe. Ist ja auch nicht schlecht, die bauen ja auch gute Autos. Ne? So, fortsetzen. Jetzt müssen wir bloß noch warten, bis unsere Freunde in der Lobby alle sind. Und dann geht das fleißige Gemüte los. Nämlich den Diablo und den Lucky, wie auch immer er hieß, wir werden ihn schon wieder finden. Da ist der Diablo. Den muten wir auf jeden Fall noch. Abstimmung, hier, Catalunya ist ganz gut. Da liegt unser Auto nämlich richtig edel. Du kommst weg. Wo ist noch einer? Pack Launch und Battle Player. Mist, die sind alle neu. Komm, dann machen wir dich mal noch. Da ist der Reaper. Aus. Also ihr seht schon, so Mute All Button hätte was, ne? Also mute die gesamte Party oder so, das wäre schon richtig schön. Gut, ich glaube, wir haben alle gemutet, außer mich. Ich kann mich ja selber muten, da muss ich bloß mein Mikrofon ausmachen und Ruhe ist. Gut, okay, drei Runden, wir fahren, lass mal gucken, Autoklasse A, Schaden kosmetisch auf, ja, das wissen wir noch nicht. Catalunya, okay. Da ist das Auto gemacht dafür, Leute, psst, nicht weitersagen. Was auch ganz gut wäre, wenn man jetzt zum Beispiel so starten würde, wie man beim letzten Rennen ankommt. Weißt du, da würden wir jetzt vom Platz 2 weg, würden uns den ersten noch erhaschen, damit es Ruhe. Pack a Punch. Aber die Briten, die sind alle gar nicht so Rage-mäßig unterwegs. Audi R7, ja, man sieht immer dieselben Verdächtigen hier. Wird auf jeden Fall gut getuned. Lancer Evo ist auch ein schönes Auto. Aber 692 ist, glaube ich, nicht die Grenze, da geht noch mehr. Ein bisschen Mühe geben, mal ein bisschen was austauschen hier und da. Eigentlich kann man jedes Auto genau an die Grenze bringen. Spätestens mit Schwungscheibe, Antriebswellen. Das sind so einfach die Sachen, die du einbauen kannst, um einfach mal ein, zwei Punkte mal gut zu machen. Aber die meisten denken halt, Leistung, mehr Power. Ja, und dann könntest du mit dem Scheiß nicht umgehen. Ich hab dann Evo, ich bin schnell. Evo ist schnell, aber du musst ja beim Evo... Allradler fahren sich immer ein bisschen anders und die sind natürlich auf dem Index her deutlich höher. Demzufolge musst du auch ein bisschen was machen, um die negativen Sachen auszugleichen. Du hast beim Start Vorteile und beim Kurven raus beschleunigen, dafür mehr Gewicht. Also was musst du machen? Richtig, Gewicht runter. Psst, nicht weitersagen. So, schauen wir mal. Zumindest war die Lobby bis auf den einen Typ ganz gut. Oder weiß ich halt auch nicht. Manchmal, die sind auch manchmal im toten Winkel. Weißt du? Du kannst auch nicht mitten in der Kurve mal ganz kurz nach hinten schauen. Da wäre so eine Art Mini-Radar vielleicht schlecht, nicht schlecht, wie es beim NASCAR-Rennen ist. Was der Lukas auf seinem Kanal manchmal zeigt, so NASCAR-Rennen. Wir stehen jetzt ganz hinten, ja, super, stellt mich doch am besten eine Runde zurück hier. Egal, aber mehr Herausforderung. Okay, mal gucken, ob ich da abgeschossen wäre. Okay, da liegt jetzt nicht das... Mein Fehler. Da habe ich gerade vollkommen den Bremspunkt verpennt.
Das ist der kurze Kurs, das ist gar nicht der lange. Okay. Platz 9. Aber ich glaube, ihr war nicht nur ich geschockt. Hier bin ich, glaube ich, in meinem Leben noch nicht allzu oft gefahren hier. Zumindest nicht in Forza 5. Entschuldigung, sorry. Platz 7, also ihr seht, die meisten, probiert ruhig mal online zu fahren, aber ich glaube, Leute, wollen wir mal gemeinsam mal so ein kleines Event machen, mal gemeinsam fahren? Ist aber halt die Frage, wie viele von euch besitzen dann zu dem Zeitpunkt schon eine Xbox One aus? Ist ja nach Weihnachten, schauen wir einfach mal. Haut's mal in die Kommentare, wer Bock hat. Ja, Fehler von mir. Das ist blöd, wenn die Reifen einmal warm sind, du kommst nicht mehr von der Stelle weg. Hatte ich gestern was mit dem Formel 1 auch. Bei mir ist ja, wie gesagt, immer noch der 22. Ich bin nicht mehr vom Fleck gekommen. Egal mit welchem Gang ich anfahre, egal mit wenig, ob mit viel oder mit wenig Schlupf. Das Ding ging nur noch quer. Entschuldigung, aber ein bisschen gucken musst du auch, wenn du auf die Ideale zurückkommst, mein Freund. So ganz auflösen kann ich mich auch nicht im Wohlgefallen. Schauen wir mal, ob wir hier noch ein paar kriegen. Rauch ist immer ein gutes Zeichen für uns. Wer muss sich schon wirklich konzentrieren hier? Pupsi, den Ferrari müssen wir mal abstimmen auf Catalunya. Also mal richtig abstimmen. Weil ich glaube, dann ist das Ding eine absolute Waffe online-mäßig, weil der wiegt richtig wenig. Der ist für die Rennstrecke gebaut. Die Scuderia-Modelle sind ja Straßenautos für die Rennstrecke. Nein, nicht schon wieder. Lass mal Platz, dass wir auch vorbeikommen hier. Ich warte nur auf den Schlag auf der Hinterachse. Okay, der ist im Zauberkreis hängen geblieben. Die Zeit erlaubt auf jeden Fall noch ein oder zwei Rennleutchen. Können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie gefallen euch solche Multiplayer-Folgen. Wollen wir sowas alle, was ich, 10, 15 Folgen mal machen? Also Multiplayer-mäßig ein bisschen den Leuten den Hintern versohlen. Auch wenn es aktuell vom Versohlen sind wir noch ganz weit weg. Aber ihr seht es ja selber, ich meine, aktuell fahre ich jetzt mehr Scheiße zusammen. Abgeschossen werden wir Gott sei Dank nicht mehr. Also da seid ruhig kreativ. A, wollen wir mal ein eigenes Event machen. B, wollen wir mal den Multiplayer-Kram zur Routine ein bisschen mitmachen. Ja, wenn die Hinterreifen einmal weich sind, das ist dann wie Seife. Das ist wie Seife. Komm, jetzt hinten Platz, holen wir uns wenigstens rein hier. War kein Rennen nach meinem Geschmack, mein bester Willen. Ganz weit weg davon. Eins fahren wir mal noch. Ich gucke mal in der Garage, was wir noch an Autos haben. Vielleicht haben wir noch irgendwas Schönes auf A. Aber der Ferrari ist eigentlich gut. Wir haben ja bei den Alpen haben wir ja gesehen, der untersteuert halt noch. Das ist sein K.O.-Kriterium. Das sieht aus wie ein Fisch, mit dem wir gerade hier 20 Runden geboxt haben. Von der Seite könnte es auch ganz gut ein Enzo sein. Ja. Ne, 50, genauso von Scheinwerfern her.
Also bin ich auf jeden Fall auf eure Kommentare schon mal gespannt. Ich meine, für mich ist das jetzt ein bisschen was anderes, weil natürlich online fahren die Leute komplett anders als wie die Driver-Tare. Ein Driver-Tare kannst du dir zurechtlegen. Online nicht, weil du ja nie weißt, was die Kunden machen. Weil du die ja nicht alle kennst. Dann würde man die kennen, so wie bei der GTCC, nach einer Weile, nach ein paar Rennen, weißt du einfach, wie die Leute ticken. So, schauen wir mal. Wählen wir uns gleich mal ein anderes Auto aus, dann gucken wir wieder mal, ob wir ein paar Leute muten müssen. Ein Rennen machen wir noch, danach machen wir mal Schluss für heute. Weil ihr müsst ja sicherlich auch noch zu Oma, Opa, Onkel, Tante, um da auch noch ein Käffchen zu schlürfen oder einen Tee oder was auch immer. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwie auf A noch ein bisschen was haben. Nein, bestimmt nicht. Ungetuned gehe ich ja bestimmt nicht ins Rennen. Warum muss man den Spaß machen? Ja, genau. Der muss noch eingestellt werden. Da habe ich noch keine Freigabe vom Pupsi bekommen. Ich hatte gesagt, wir fahren mit dem Honda mal. So, welche Strecke nehmen wir? Modern Circuit, Indianapolis. Komm, schauen wir mal, ob es geht. Irgendeiner neu reingekommen? Hier! Kanadierin, den machen wir gleich mal mute, das bin ich. Okay, und die restlichen sind still. Sehr schön. Geht doch, liebe Leutchen, geht doch. Genau, der große Vorteil von dem Honda ist 940 Kilo. Wir werden auf jeden Fall auf der Geraden verlieren, das Ding geht nämlich gerade mal 300. Wir sind aber schnell bei 300. Gut, wir werden natürlich gegen Hubraummonster, so ein GTR mit Allradantrieb, wir müssen halt ein bisschen korrigieren. Wir haben aber Frontantrieb, was auch den Vorteil hat, wenn ich merke, ich bin innen in der Kurve und ich mache immer noch gut, dann gebe ich mal ganz kurz einen Punch aufs Gas, dann zieht er uns wieder ein Stück raus. Das ist jetzt so meine Taktik einfach mal. Wir werden mal gucken, im schlimmsten Fall geht's in die Hose, aber guck mal einfach mal. Ah, hier, da ist jemand rein. Captain Mute. Ja, da wirst du ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Da könnte man nach unten hier, unten auf RB oder so zum Beispiel legen. Mute Lobby oder sowas zum Beispiel. Wäre doch super. Ansonsten, wie gesagt, das ist hier reines Online. Das sind einfach die normalen Lobbys, die auch existieren. Die laufen wirklich auf einem Server. Die laufen immer, wie es aussieht. Du kannst aber auch private Spiele aufmachen. Nach wie vor, wie in Forza 4 auch, kannst du dann jeden möglichen Kram einstellen. Strecke, vorne rum, hinten rum, was auch immer. Also da sind ja keine Hände gebunden. Auch kannst du einen Schaden einstellen und lauter so ein Kram. Da kann man einfach mal so ein richtiges langes Rennen mal machen oder mal ein kurzes Rennen oder gar kein Rennen oder schauen wir mal. Gut, Indianapolis sind wir vorhin ja auch schon gefahren, den Grand Prix Cross erst recht. Wie gesagt, unser großer Vorteil ist das Gewicht. Das wird sich in den Kurven bemerkbar machen und natürlich der VTEC 10.000 Umdrehungen. Gucken wir mal, ob wir da den ein oder anderen bisschen in Schrecken einjagen können. Wo wir das letzte Mal online gefahren sind, also so für uns, unsere Leutchen, also meine Leutchen, meine Abonnenten und meiner einer, war der Honda richtig schnell. Der war da richtig schnell. Auch bei der Standing Mile. Wir sind immer die volle Meile gefahren. Da kam der oben rum, aber richtig böse. Hätte er einen Gang mehr, der würde ja, weiß ich, 350 oder so gehen. Aber 300 reicht auch vollkommen aus. Ist einfach mal ein Test. Ich hatte euch ja gesagt, wir wollen mit dem Auto online ein bisschen mal ein paar Leutchen zeigen, dass die VTECs beim besten Willen nicht langsam sind. Gut, der Start wird jetzt eine absolute Katastrophe, das weiß ich jetzt schon. Aber da wir sowieso bestimmt wieder ganz hinten stehen, ne? Hast du da noch Fragen? Bitte schlupf mit. Wir müssen mit ein bisschen Schlupf losfahren. Gut, mal einfach mal raushalten hier. Davon fliegen noch mehr Autos. Oh, Leute, was macht denn ihr für eine Scheiße hier? Jetzt behalt ja die Nerven da hinten. Der mit seiner Corvette, der sieht schon so aus, als würde hier nur für Streiter sein hier. Pass mal auf, die schießen sich ab. Und dann haben sie beide nichts davon, dann verlieren sie beide eine Platzierung. Hier. Das sind nur Idioten, oder? Das ist natürlich geil, wenn sich der Geist gerade auflöst. Der fährt der nächste mir in die Karre. Das ist der Corvette-Fahrer wieder. Ich sage, es gibt Spinner. Ne, es ist einer mit einer Viper.
Und deswegen, Leute, aus dem Grund haben wir damals die GDCC ins Leben gerufen. Weil du einfach keinen Spaß dran hast. Hier, er kann mit dem Ding nicht mal umgehen. Ne? 1000 PS, wenn es sein muss, unterm Arsch, aber damit keine Schnitte sehen. Der kriegt uns nicht, sag ich euch. Der kriegt uns nicht. Du kriegst uns nicht hier. VTEC. Das ist trotzdem eine ganz andere Gefahr, weil da wirklich, du kannst ruhig das Heck rumschmeißen. Du musst dann einfach nur. Ganz früh aufs Gas gehen. Hier, der haut einfach mal 90 km/h im dritten Gang raus, da kann er nichts. 3 und 4 sind halt absolut tödlich bei dem Auto. Der Evo hat sich mal vollkommen verbremst. Schauen wir. So, wir sind schnell auf 300. Der ist weg in mir. Okay, Platz 5. Und wir sind dran. Vielleicht geht ja noch was. Gucken wir mal so zum Abschluss von heute. Aber es gibt echt, wie es aussieht, doch noch ein paar Leute, die hier ihr Handwerk verstehen. Gut, die holen wir uns jetzt alle mal. Jetzt sind wir auf der 2. Wie bei der GDCC auch. Manchmal ist es besser, sich einfach nur rauszuhalten aus dem ganzen Kikologus. Wobei bei der Liga wenigstens die Leutchen wussten, worauf es ankommt. Hier geht es ja bloß, ich war überholt, ich muss nur abschießen. Gut, den ersten kriegt man nicht mehr, der ist zu weit weg. Aber der profitiert halt auch dadurch, dass die Leute sich hinter ihm nur in die Karre fahren. Und der Honda hat auf jeden Fall sein Job gut gemacht. Genau dafür wurde gebaut. Schnell auf 300. Das ist unser Ziel hier. Und das kann er hier. Wenn er einmal VTEC drin ist, habt ihr gesehen, wie schnell wir die Leute ausbeschleunigen können. Da hat er so eine Viper keine Chance. Also Glückwunsch zum ersten. Und Glückwunsch uns zum zweiten Platz. Der Klang ist halt wirklich genial. Hat mir auch einer in den Kommentaren geschrieben, Tom, das ist doch kein VTEC mehr. Also ich weiß nicht, was da einschaltet bei 5000, aber das ist der originale Motor, der drin war. Aufgebohrt halt auf 2 Liter unter anderem, deswegen hört er sich auch extrem anders an. Aber hier ist kein Austauschmotor drin. Es ist der stinknormale Honda-Motor, der da drin hockt. Das finde ich auch wieder blöd, dass es bei den, bei Forza gibt es ja nach wie vor Motorumbauten. Aber da kann es halt gut sein, du kannst immer Honda und Ferrari-Motor einbauen. Also, diese Marken verfremdeln ein bisschen. Ne? Gut. Ich würde mal sagen, für diese Ausgabe zum ersten Weihnachtsfeiertag lassen wir das Ganze jetzt mal Ausgabe sein. Das heißt, wir sind eigentlich durch. Aufgaben habt ihr ja ein paar, ne? Zum einen wollen wir mal online mal irgendwie so ein Ding fahren, da hängt auch davon ab, wie viele Leute kriegen wir zusammen. Zum anderen wollen wir Multiplayer immer mal zu so einer festen Zeit mit reinnehmen. Also habt ihr da Spaß dran, sowas zu sehen, oder ist es für euch eher so, oh mein Gott, jetzt wo ich sehe, wie die da fahren, nee, das ist gar nichts für mich, will ich gar nicht sehen. Das könnt ihr mir auch mal in die Kommentare hauen. Und ansonsten machen wir jetzt dann kommenden Samstag
einfach normal mit unserem Let's Play weiter. Das heißt, mit der Supra im Bathurst probieren wir irgendwie Land zu sehen. Das ist unsere Taktik. Drei Rennen haben wir noch offen und danach geht's mit eurem Autowunsch weiter. Und auch in der nächsten Ausgabe könnt ihr euch ein neues Auto wünschen. Gut, wir verabschieden uns mal hier von der Lobby. Danke, Lobby, für dieses wunderschöne Rennen. Ging ja eigentlich, ne? Gehen mal zurück in den Hauptbildschirm hier. Oh, das war einmal zu weit zurück. Egal, bleibt mal halt hier. Und an dieser Stelle, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch besinnliche Feiertage. Legt bitte die Füße hoch im Kreise eurer Liebsten. Und ich würde mich freuen, wenn du trotzdem am Samstag wieder einschaltest, wenn es heißt Forza 5 bei eurem Tom. Mit unserer Supra probieren wir gegen unschlagbare Gegner doch irgendwie noch Land zu sehen. Also, ich klinge mich aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Tom.